Rosen sind rot, ein 50-50 werde ich nie wieder losen. Das Geister an der sind ihre Ohren. Ihre Ohren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir ja schon der ein bisschen getestet. Und heute werden wir das gleiche machen. Jedoch werden wir sie dafür erstmal komplett fertig bauen. Denn ich hatte sie noch nicht auf Level 90. Ihre Waffe war noch nicht fertig. Und die Talente habe ich noch nicht gelevelt. Ich möchte ihre Spezialfähigkeit zum Beispiel eine Krone geben. Und das werden wir heute alles machen. Ich habe euch auf YouTube auch abstimmen lassen, wie ihr denn zufrieden mit der seid oder wie ihr sie allgemein findet. Und was soll ich sagen, es war ultra ausgeglichen. Also wirklich sehr ausgeglichen. Ganz wichtig, mit diesem Video möchte ich auch nicht sagen, dass der irgendwie besonders stark ist oder auch nicht. Also ich will hier niemandem was beweisen, sondern ich möchte einfach nur ein unterhaltsames Video machen. Und wenn jetzt nicht der neu wäre, hätte ich das über einen anderen Charakter gemacht. Also hat es damit nichts zu tun. Nicht, dass ihr denkt, ich will hier unbedingt allen, die negativ von ihr denken oder schlecht von ihr denken, das Gegenteil beweisen oder andersrum. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los und viel Spaß beim Video. Da ist die Gute und wir haben noch einiges zu tun. Heute ist zum Glück Samstag, das heißt, wir können ihre Talentbücher farmen. Wir können auch alles andere farmen, was wir für sie brauchen. Oder für ihre Waffe besser gesagt, denn die habe ich auch noch nicht gelevelt. Das Erste, was wir machen, ich würde sagen, wir kriegen sie auf 90. Dafür brauchen wir die guten Sandfettpuppen. Wer auch immer auf diesen Namen kam, ich finde es Sandfettpuppe. Keine Ahnung, das stellt euch mal vor, ihr fragt jemanden so im Chat, hey, darf ich deine Sandfettpuppen? Klingt irgendwie falsch. Und ich weiß zwar nicht ganz genau, wo sie sind, aber ich denke, wir werden sie schon irgendwie finden. Ne? Ich glaube, hier oben waren einige und unten waren auch ganz viele. Das wird schon schief gehen. Sandfettpuppen, wo seid ihr? Wir brauchen auch nur 21 Stück. Also ich habe schon ordentlich gesammelt, aber ich habe jetzt irgendwie alles vergessen, wo die denn zuletzt waren. Vor allem, selbst wenn ich mich hier versuche, auf der Minimap nach den Händen zu orientieren, wo denn in der Nähe was ist, heißt es ja nicht immer, dass es Sandfettpuppen sind, sondern es könnte ja auch alles Mögliche sein. Ich habe mich jetzt doch woanders hin teleportiert, weil ich glaube, da unten hätte ich keinen Erfolg. Kann doch nicht sein, wo sind die? Ah, guck mal, da sind doch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich glaube, ich öffne mir mal kurz die interaktive Map. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was stört ihr mich beim Sammeln von Ressourcen? Ich suche Sandfettpuppen. Mist, jetzt habe ich vergessen, bei wie viel ich war. Wir waren nochmal 3. Wir waren auch nochmal 2. Da sind auch noch welche. Autsch. Boah, hier sind einige. Warum habe ich nicht direkt die Map geöffnet? Wir gucken mal ganz kurz, wie viele es jetzt sind. Oha. Wir haben genau 60. Sehr geil, sehr geil. Und zwar brauchen wir hier von den Goldenen. Guckt euch mal an, wie viele von den normalen ich habe. Hier von 200. Woher kommen die? Irgendwie sammeln die sich nach einer Zeit voll. So, und 4 Goldene. Let's go. Damit haben wir die ja schon mal auf 90. Naja, jetzt haben wir sie auf 90. Sehr gut. Boah, wie viele Bücher das immer kostet, ne? Tut schon ein bisschen weh. Als nächstes dann ihre Ult. Schön. Guck mal, wir haben sogar genug Ressourcen. Alter. Also ihre E werde ich wahrscheinlich auf 9 machen. Den Sterneangriff lasse ich auf 1, weil der in dem Raum halt wirklich nicht, ne? Den Sterneangriff werde ich definitiv auf 1 lassen. Die E werde ich nur auf 9 machen. Aber dafür fehlen erstmal die Talentbücher. Und unser Harz geben wir jetzt komplett für ihre Waffe aus, damit wir die auf 90 kriegen. Ein bisschen was können wir schon leveln. Oha, wer weiß, wie viele Ressourcen wir haben, wie viel uns am Ende nur noch fehlt. Auf jeden Fall kann ich das heute farmen, das ist gut. Sag mir jetzt nicht, dass mir diese Materialien fehlen. Bis ich davon genug kriege, kann das schon ein wenig dauern. Wir wandeln die mal um. Hilfe! Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Sucrose, gib mir Glück, gib mir ganz viel Glück. Ein zusätzlich. Wow, Sucrose, du bist gefeuert. Okay, auf 70 ist sie schon mal. Jetzt müssen wir alles auf lila umwandeln. Und dieses Material können wir glücklicherweise farmen. Sucrose, bitte, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Enttäusch mich nicht. Ein zusätzliches. Ich glaube, wir haben nicht genug. Wir brauchen noch einige davon. Ja, wir brauchen noch einige. Danach kommt noch ein ganzes Level. Und dann brauchen wir nochmal 24 Lila, ne? Ich mache jetzt was, das solltet ihr auf jeden Fall nicht nachmachen. Aber guckt euch mal an, wie viel Sternenstaub ich habe. Wir werden trotzdem nicht genug haben. Und ich werde noch ein paar sammeln müssen. Aber so sind es schon mal ein paar weniger. So, wir wandeln die hier wieder um. Sucrose hat diesmal Glück gebracht. Und hier nochmal 7. Wir kriegen die Waffe jetzt auf 80. Aber ich will die auf 90. Okay, wir müssen aber dafür das hier sammeln. Oder auch umwandeln. Und hiervon haben wir wie viele? 10. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Auf 80 ist die Waffe schon mal. Ja, 90 könnte ein bisschen tricky werden. Wir brauchen sogar 27, nicht 24. Krass, also wundert mich, dass ich hiervon genug habe. Aber von denen, Beute vom Bestien, heiliger Knochen. Gut. Kein Wunder, dass ich davon nicht genug habe. Denn ich habe tatsächlich
nicht so viel gespielt seit Patch 3.4. Und ja, holen wir halt auf, ne? Okay, auch die habe ich mir auf der interaktiven Map einmal aufgemacht. Ich hoffe, wir finden sie relativ schnell. Ich weiß nämlich auch nicht, ob die sich unten befinden oder oben. Guck mal, das ist zum Beispiel mal unten. Das ist falsch. So, ach, die sind das. Ich wusste gerade echt nicht mal, um welchen Gegner es sich handelt. Ich hoffe, der droppt nicht schlecht. Wenn der nicht gut droppt, dann habe ich ein Problem. Ja, okay. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dürften wir also doch vielleicht schnell gefüllt kriegen. Ach, und die zählen auch dazu. Sehr schön, da gab es auch ein Lilanes. Boah, warum sind die denn so weit auseinander? Ach, von dem kriegen wir die auch. Wahnsinn. Guck mal, sogar mit Natur. Komm her, ich brauche deine Materialien. Ja, hol sie dir noch, hol sie dir noch. Bam, 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 bam. Komm, gib Lila, 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 ja. Ja, ein lilanes Artefakt. Guck mal, da ist er. Wenigstens droppen die nicht so schlecht. Das ist schon gar nicht so verkehrt. So, auf der Karte werden mir keine mehr angezeigt. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige hier. Dann hoffe ich mal, dass wir die finden. Ansonsten suche ich mal ein paar Freunde. Das nehme ich mal Drive-By hier mit. Und Überraschung. Also laut interaktive Map müsste der hier sein. Wahrscheinlich ist er irgendwie im Untergrund. Nee, der spawnt hat's. Ohne Witz, ich hab's vermutet. Der spawnt hier, wenn ich den großen oder die kleine hier kaputt mache. Mega nice. Das sah gerade ultra komisch aus, wie wir geflogen sind. Ich dachte mir kurz so, der geht's dir gut. Sehr schön. Nice, sogar ein lilanes bekommen. Dann haben wir da oben noch eins. Boah, doch zum Glück müssen wir nicht klettern. Ja, Mann. Oh, sogar mit Natur. Hier ist aber ein Nest. Komm runter. Wo ist denn deine Frau? Ich könnte zweimal Loot gebrauchen. And his name is John C. Wow. Mein Bennett geht's gut, Leute. Bennett lebt wieder. Wieder ein lilanes bekommen. Sehr schön. So, Sucrose. Bitte ganz viel Glück. Weit zusätzlich. Jetzt davon. Wir brauchen ganz viele. Das reicht, glaube ich, nicht. Verstärken. Wir brauchen noch 8 Stück. So, ich gehe jetzt einfach von oben bis unten durch. Ich frage gar nicht. Und die erste Person, die meiner vorne sitzt, die mich annimmt, ist auf jeden Fall ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Nice. Kaso hat mich angenommen. Das hat direkt geklappt. Danke, Kaso. Darf ich ein paar Monster schnorren? Geht schnell. Nice. Sehr schön. So, hier auf dem Weg müsste direkt schon einer sein. Da. Wunderbar. So, ich denke, wir haben genug. Und schauen wir mal, ob das reicht. Dankeschön, Kazu. So, ich hoffe wirklich, das reicht. Ah, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier haben wir 12. Jetzt können wir davon noch ein paar machen. 8 Stück. Ja, wir brauchten 7 oder so, ne? Jawohl, Waffe kriegen wir jetzt. Jetzt sogar locker. Ich habe sogar viel zu viel gefarmt. Nice, fürs nächste Mal. Dann müssen wir nur noch die hier umwandeln oder sammeln. Können wir die umwandeln? Ich meine, ich habe mir extra mein Harz für heute aufbewahrt, damit wir das machen können. Ja gut, müssen wir sowieso farmen. So viel habe ich davon nicht. Dann verballere ich jetzt hier mein Harz noch ganz schnell. Und dann ist auch die Waffe auf 90. Dann haben wir die Spezialfähigkeit gekrönt. Der auf 90 gelevelt. Ihre Waffe auf 90 gelevelt. Und dann können wir ins Abyss gehen. Oha, sogar ein goldenes bekommen. Nicht schlecht. What? Nochmal ein goldenes bekommen, zweimal hintereinander. Das ist doch lucky, oder nicht? Wir haben jetzt nur 2 Runs gemacht. Reicht das schon? Ich mach mal noch einen, aber ich glaube, es könnte auch schon reichen, wenn wir Glück beim Umwandeln hätten. Also wenn wir jetzt nochmal ein goldenes kriegen, dann, das wäre schon, das ist unrealistisch. Wollte schon sagen, so sieht es normalerweise aus. Also wir hatten gerade echt insane Luck. 2 goldene bekommen und 2 lilane. Mal gucken, ob das schon reicht. Nice, Ayaka, nice. OP. So, 5 Stück. Wir haben 5. Let's go. Und noch 2 zusätzliche. Oha, Ayaka ist mit ihren 10% on fire. Alter, jetzt haben wir 10 von 6. Oha. Nice. Und sofort Level 90 leveln. Sehr schön. Und diese Dea werde ich jetzt einmal fertig machen. Ich hatte zuletzt im Test, im letzten Video, haben wir ihr Pyrohexe gegeben. Ich werde das jetzt aber wieder auf Wappen des Schicksals umswitchen.
Und danach rushen wir mal den Abyss mit dir durch und mal gucken, ob wir klarkommen. So, das Teil ist schon mal ziemlich insane. Aufladerate, kritischen Schaden, KT. Dann können wir das noch geben. Angriff, LP, KT und kritischen Schaden. Mal gucken, auf wie viel Aufladerate wir am Ende kommen. Hier haben wir noch was mit Aufladerate und KT. Am besten auch noch mit ein bisschen Aufladerate. Wobei hier ist auch LP drauf. LP funktioniert ja auch ein bisschen bei ihr. Also wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dann geben wir das mal. Möglicherweise haben wir jetzt etwas wenig Aufladerate. 150%, 83 KT, 148% kritischen Schaden. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Aufladerate. Okay, die einzige Möglichkeit, ihr mehr Aufladerate zu geben, wäre, wenn ich ihr ein bisschen auf kritischen Schaden und KT verzichte. Aber wir haben 80%, das ist mehr als genug. 33.000 Lebenspunkte, 2.200 Angriff, 72 KT, 134 kritischen Schaden, 166% Aufladerate. Ich denke, das könnte ganz nice sein. Ich möchte sie auf jeden Fall mit Bennett spielen. Bennett trägt Windfalke und vier Teile Hofritual. Der hat wie viel Prozent? 211% Aufladerate, das ist gut. Dann spielen wir sie noch mit Kasua. Kasua hat Blaster Schwur der Freiheit, vier Teile vom Animus-Set. KT kritischen Schaden, auch irgendwie Aufladerate und überwiegend, also so viel Elementarkunde wie möglich. Denn wir werden an vierter Stelle werden wir Mona reinpacken. Mona, und ich hoffe, dass wir ein paar richtig starke Vapids kriegen. Müssen wir auch erstmal fertig bauen. Wir geben ihr Landstreichernoten, damit auch sie ein bisschen Damage macht. Also ich werde sie jetzt nicht irgendwie als reinen Support spielen. Und auch vier Teile Wappen des getrennten Schicksals. Wir gucken mal wegen Kelch, Hydrokelch. Haben wir sogar auch ein Off-Onset-Ding, was einigermaßen okay ist. Wir wollen ja Aufladerate, KT, Elementarkunde. Ist eigentlich ganz nice. Ne? Kann man Onset auf jeden Fall behalten. Somit hat meine Mona 53 KT... 200% kritischen Schaden, 180% Aufladerate. Und eingespielt haben wir uns ja gerade schon in der Domain. Und jetzt haben wir noch Ebene 9 und 10 zum Einspielen. Und mal gucken, ob wir dann mit diesem Team easy 36 Sterne hinkriegen und wie der sich schlagen wird. So, also das Team haben wir einmal nur so getestet gegen Masunori oder wie der hieß. Jetzt aber mal so richtig, mal gucken. Der Anfang ist natürlich ganz entspannt, ne? Bam, bam, bam. Boah, das ist so cool mit ihrer Ult. War richtig Laune. Das war easy. Das war easy. Ich denke, es wird jetzt ab 11 oder so spannend. Davor ist alles nur so ein bisschen Pillepalle. Geh mal weg mit deinem Schild. So, also 9 war wirklich easy. Können direkt weitermachen. So, mal gucken, ob 10 ein bisschen schwieriger wird. Nö, auch nicht wirklich. Bam. Sind aber schon nice Hits bei. Mal gucken, ob wir die noch besser hinkriegen. Ah, wie sie einfach weiterschlägt. So, wir sind schon bei Raum 11. Da ist ein Fluxblitzbaum bei. Ist ja gar nicht auf dem Schirm. Weiß gar nicht mehr, wie man den besiegt. Aber let's go, wir packen der ins zweite Team. Das wird schon schief gehen. Easy. Oh nein, schnell, ey, weg mit dir, weg mit dir. Zack. Sieht doch schon ordentlich aus. Dabei haben wir nicht einmal bisher eine richtige Rotation hinbekommen, wie ich sie mir gewünscht habe. So, was kommt jetzt hier nochmal? Ach, das hier. Wäre natürlich ein Trial-Charakter besser. Aber das kriegen wir auch mit Pyro hin. Okay, es dauert schon sehr lange. Aber wir haben auch noch gut was an Zeit. Zum Glück habe ich Bennett C6. So macht der Pyro-Angriffe. Das ist ganz gut. Zumindest also in der Ult. Kommt gleich noch für den Gegner? Ach, der gute Boy. So, das war doch mal gute Rotation. 31.000 pro Tick. Aber das hat schnell nachgelassen. Weil wir aus der Bennett-Ult geflogen sind. Und, aber ich habe keinen Vaporize-Hit gesehen. Jetzt kommt der Fluxbaum. Ich kann mich wirklich nicht mehr so ganz daran erinnern. Aber ich meine, der spuckt erst diese Kerne. Die müssen wir zuerst kaputt machen. Mit Pyro hat das, glaube ich, wunderbar geklappt. So angreifen bringt nichts, ne? Weil sein Kern ist oben im Mund. Oder was das da ist, in der Blüte? Hier, jetzt können wir einen Schlag machen. Okay, das war ein bisschen. Aber der spuckt das gleich nochmal raus. Da. Und jetzt haben wir es hier. So,
So. Krass. Bam. Das ging besser als gedacht. Wir müssen mal gucken, welches Team wir da packen werden. Auf jeden Fall möchte ich sie eigentlich gerne gegen die drei Magukenkis antreten lassen. Das wäre dann unten. Gegen die Matrix wäre aber auch ganz cool. Wobei, da kommen wir dann nicht weiter. Brauchen wir dann schon unsere Nahida. Deswegen werden wir der nach unten packen. Wird lustig, wird lustig. Ich muss zugeben, der Abyss ist zwar der gleiche wie vom letzten Mal, aber ich habe den letzten gar nicht gezockt wegen Umzug und Hogwarts Legacy. Deswegen mache ich das jetzt tatsächlich gerade zum ersten Mal. Das kann eigentlich nur schief gehen. Hier kommen, glaube ich, mehrere kleine Gegner. Naja, sagen wir, was heißt klein, ne? Bam. Gehen wir ein paar Vaporize-Hits hin. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wo bin ich? Oh, hier ist Kasua natürlich Gold wert, ne? Okay, das ist jetzt so eher ohne Buffs. Krass, die kommen gar nicht dazu, sich zu bewegen. Ich habe irgendwie Schiss vor den drei Magukenkis gleich. Die sind halt echt gefährlich. Oha. Die habe ich doch vorhin gesammelt. Jetzt kommen sie auf mich zu. Moin, Leute. Ich muss halt echt aufpassen, weil ich habe nicht viel Heal. Ich habe nur schön Schuh hier drin. Gerade noch gesagt. Okay, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Sehr schön. Das war jetzt doch easy. So, mein erster Kampf gegen die drei Magukenki seit langem. Ich bin gespannt. Es kann doch schief gehen. Wir haben auch keine Ults ready. Sehr schön. So, kriegen wir die denn alle drei irgendwie gehittet? Wir haben jetzt keine E davor ready gehabt. Aber... okay, das sah nicht so gut aus. Vielleicht müssen wir die Ult von der ein bisschen eher unterbrechen. Gerade wenn die Magukenkis im Angriffmodus sind, ne? Schade, dass wir halt keine Ult ready haben in der anderen Phase. Da hätten wir uns ein bisschen besser vorbereiten können, muss ich zugeben. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir das irgendwie besser hin. Ich hoffe es zumindest. Der eine ist halt komplett woanders. Aua. Kasu hat leider immer sein Ult noch nicht ready. Immer noch nicht. Jetzt bitte, danke. Nein, Mona's dead. Boah, das kann doch nicht wahr sein. So, das sieht jetzt besser aus. Hoffe ich. Ja? Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Aua, bitte jetzt keiner mehr drauf gehen. Sogar eine Minute übergeblieben. Am Damage lag's nicht. Es lag einfach nur daran, dass wir keine Ults zwischendrin hatten. Das hat es ultra schwer gemacht. So, ich glaube, das Schwierigste ist jetzt, glaube ich, geschafft, oder? Ja, das ist easy. Wenn man die Schwachstelle von ihm kennt und weiß, wie man ihn wieder sichtbar macht mit dem Team, dann guckt ihr es mal an. Das funktioniert richtig gut. Was kommt hier jetzt nochmal im letzten Raum? Ich habe gar keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall Ults wieder nicht ready. Sind das nur die drei? Kann mal die Zahl allerdings bitte weggehen. Ne, sind sechs Gegner. Welche drei kommen gleich noch? Bin ich mal gespannt. Die? Was können die denn? Kann ich die zusammenziehen? Oh, die beschwören noch was. Alle? Boah, Mona ist fast down. Muss ich aufpassen. Boah, es sind die alle tanky. Und die bleiben alle auf Range. Geht mir jetzt schon auf die Nerven. Mona ist dead.
Die kriegen ja alle gar kein Damage. Oder doch, die haben Damage bekommen. So, können wir die auch zusammenziehen. $25k. Nice, wir haben es geschafft. Das sah kurzzeitig so richtig unmöglich aus. Aber ey, noch ganz viel Zeit über. Und es hat tatsächlich mit dem DEA-Team geklappt. Kane, Mona, Kazuha und Bennett sind natürlich auch ultra strong in dem Team. Und mein anderes Team war auch sehr stark. Aber hat mit DEA funktioniert, hat Spaß gemacht. Von daher würde ich sagen, easy. Und jetzt nehme ich tatsächlich schon eine ganze Weile auf. Und das soll es eigentlich mit diesem Video dann auch gewesen sein. Ich wollte einfach mal DEA im ersten Video, also was ich hochgeladen habe, war so ein bisschen DEA zum Kennenlernen. Und jetzt mal so ein bisschen Gameplay-Footage mit DEA im Endgame, wie das dann so aussehen wird, könnte. Ja, war das erste Video, was ich so in der Art gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, um mich zu supporten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.